Oh yeah, Elektroschrott. Wir nähern uns einem der wichtigsten Teile des Gebäudes. Und zwar, ja, ohne mehr Scheiße. Und der Punkt, um den es hier heute geht, das ist dieser Spiegel. Hallo Zappes. Nämlich, als wir damals das Haus gebaut haben, vor 4 Jahren, da war am Ende, wie das so häufig ist, auch wenn die Finanzierung mal klappt, leider dann nicht mehr wirklich Kohle für sehr viel Luxus. Will heißen, irgendwelche beleuchteten Spiegel oder sowas, ja, war nicht mehr drin. Wir haben also hier diese günstigen Teile genommen, die hier so mit diesen Klemmen dran sind und die insbesondere auch keine Beleuchtung haben. Warum keine Beleuchtung haben? Das ist blöd. Ich hätte nämlich gerne hier schönes Licht. Ich habe ja auch Lichtdings, ne? So LED-Gedänge. Und dieses Lichtdings, das werde ich jetzt auch benutzen. Das ist unser Projekt jetzt. Aber bevor es ans Licht geht oder auch bloß an den Spiegel, geht es an die Kreissäge. Ich werde euch nachher noch erklären, wofür. Aber vorläufig sage ich nur das, nämlich, dass ich hier 1 Meter Aluprofil habe, so hier U-Profil. Das habe ich bei Amazon gekauft. Das hat eine Materialstärke von 1,5 mm und einen Innenbereich hier von 12 mm. Warum die 12 mm extrem wichtig sind, das sehen wir gleich noch. Fürs Erste aber muss ich mal markieren, was ich brauche. Und zwar brauche ich 2 Stücke zu jeweils 40 cm. Und um die hier sauber abzumessen, ist die einfachste Möglichkeit diese Schneidematte hier. Die hat nämlich freundlicherweise hier unten diese Zentimetermaße dran. Und was ich da mache, ich lege das Profil hier einfach an, messe 40 cm, mache da einen Strich, dann drehe ich das, 40 cm, einen Strich, dann drehe ich das, 40 cm, und einen Strich. Und schon habe ich einen sauberen Strich bei 40 cm. Naiv würde man jetzt sagen, man macht gleich noch ein 40 cm Teil und hinten am Ende bleiben 20 übrig. Aber genau das mache ich nicht. Warum nicht? Na, ich weiß ja nicht, wie sauber und wie genau meine Schnitte werden. Und für den Fall, dass meine Schnitte irgendwie nicht so schön werden, habe ich es lieber so, dass ich an jedem Ende ein Teil so habe, wie es aus der Fabrik gekommen ist hier. Das heißt, ich schneide am anderen Ende auch noch ein 40 cm langes Stück ab und die 20 cm, die fallen dann in der Mitte raus. Das passt hinterher ganz gut, die brauche ich nämlich für was, wo man sie weder sieht, noch dass es irgendeine Rolle spielt, ob das sauber geworden ist oder nicht. Insofern markieren. Markieren. Hier, na gut, der ist nicht so genau geworden jetzt. Und jetzt kann ich das Ganze sehen. Die Herausforderung des Tages besteht in der Wahl des Werkzeugs. Das ist in diesem Fall meine Proxon Tischkreissäge. Relativ günstiges Teil, von dem ich auch schon mal ein Video gemacht habe, wo ich das so mal kurz vorgestellt habe, das Ding. Und zu der Säge muss man sagen, mein sehr guter Freund Paul, der sagt, die ist scheiße. Der hat die nämlich auch und bei ihm ist der Ratzfatz kaputt gegangen. Außerdem behauptet er, man könne damit nicht mal Alu schneiden. Die Bedienungsanleitung sagt, man könne 1,5 mm Alu schneiden. Und ich sage mir jetzt, Versuch macht klug. Ich probiere es einfach mal. Wenn es nicht geht, naja, mein Gott, dann muss ich runter und muss es mit der Kreissäge, mit der Dinges machen, mit der Stichsäge machen. Aber probieren es mal. Also, Staubsauger an, Kreissäge an.
Ich habe zwischendrin gemerkt, da hat es mal gehackt. Woran lag es? Das lag schlicht und einfach daran, dass ich das Werkstück nicht richtig festgehalten habe. Dann ist es ein bisschen gesprungen. Aber abgesehen davon... Also, ich bin ehrlich gesagt der Ansicht, dass das ein recht sauberer Schnitt geworden ist. Ich muss doch nochmal mit der Feile bei, weil es an einer Stelle schief ist, aber im Grunde nicht schlecht. Paul, ich glaube, du hast ein Montagsgerät erwischt oder das falsche Sägeblatt oder du verzichtest darauf, vorher mal kurz eine Kerze durchzuziehen. Das ist wichtig. Ich habe alle meine Teile hier gesägt und es hat super geklappt. Ja? Also da ist wirklich bei jedem einzelnen Schnitt die Säge durch wie durch Butter. Hier am Ende, da hatte ich es jetzt richtig im Griff von der Technik, wie es gehen muss. Das ist auch richtig super gerade geworden. Ich möchte bei dem Spiegel, also angenommen, die grüne Matte ist die Rückseite des Spiegels. Da könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Da sollen diese U-Profile, so wie sie jetzt hier liegen, drauf. Ja? Die werde ich mit Epoxykleber festkleben dran, dann halten die richtig fest. Dann kommen hier und hier in die, ihr seht es gerade nicht auf dem Video, also jedenfalls an den oberen Enden von den Profilen, werde ich Löcher reinbohren, durch die Haken durch können. Die Haken, die kommen dann in die Wand und dann kann man es an diesen Profilen aufhängen. Hier und hier kommen dann LED-Strips an die Rückseite von dem Spiegel geklebt, sodass die oben und unten aus dem Spiegel rausstrahlen. Und diese beiden kleinen Schienenreste, die ich hier habe, kommen ungefähr so in den Spiegel rein. Und da kann man dann das kleine LED-Netzteil reinschieben. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig, auf welcher genauen Höhe die Löcher gebohrt werden. Es ist nur wahnsinnig wichtig, wenn ich nicht will, dass der Spiegel hinterher schief hängt, dass es auf beiden Seiten gleich ist. Deswegen verwende ich hier mein Geodreieck. Ich habe die Schienen hier schön an so einen Anschlag gepresst, an eine von den Restdingern. Und jetzt ziehe ich hier einfach so einen Strich drüber. Der ist jetzt definitiv bei beiden auf der richtigen Höhe. Beziehungsweise zumindest auf derselben Höhe. Ob die dann richtig ist, mir eigentlich jetzt noch egal. Und als nächstes schaue ich mal hier, das müssten 15 mm sein, sind es, dass ich da schön mittig bei 7,5 nochmal einen Strich durchziehe. Hier auch und bei beiden messe ich von der Außenseite, das liegt schlicht und einfach daran, damit wenn ich hier einen Guckfehler habe, ich den auf beiden Seiten auf der gleichen Seite habe. Haken! Unser Haken ist oben, wie breit? 3,74 mm sagt mir das hier. Das heißt, ich sollte meine Löcher mit einem 4 mm Bohrer bohren, damit die einfach auch so ein bisschen Platz haben, so ein bisschen Spiel. Und die Länge von diesem Hakenteil, 17,2 mm, 18 mm. Das ist deswegen wichtig, weil wenn der Haken so aus der Wand kommt, ja, dann will ich den natürlich so aus der Wand haben, dass der nicht sehr viel Spiel hat, wenn das Ding hier eingehängt ist. Wenn die aber so relativ nah aneinander sind, ja, dann bedeutet das letztendlich, wenn das meinetwegen hinterher so drin steckt, dann bedeutet das, dass ich, wenn ich hier nur ein Loch hätte, ich das hier richtig so weit anwinkeln müsste, um es reinzukriegen, aber dann bricht der Spiegel schon längst an der Wand ab. Das heißt, ich brauche hier ein längliches Loch, wo ich den Haken gerade reinschieben kann und dann hochrutschen lassen kann. Das heißt, ich muss hier ein Loch haben, das einen Durchmesser von 4 mm hat und eine Länge von, was haben wir gerade gesagt, 18 mm. Dann geht das gut. Vor dem Bohren passiert noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich nehme hier diese Zange da, Seitenschneider, und der hat Griffe, die hier gerade so reingequetscht werden können in das Profil. Das mache ich, damit das Profil gleich nicht zusammendrückt. Wenn ich nämlich meinen geliebten Körner verwende und die Bohrposition schon mal ankörnere. Gebohrt, Vorbohrung hier, mache ich mit einem 2,4 mm Bohrer. Das ist für die späteren 4 mm Löcher eine ganz gute Pilotlochgröße. Und ich verwende hier wieder den Seitenschneider, damit es mir das Aluminiumblech hier nicht zusammendrückt. Hohe Drehzahl, vernünftiger HSS-Bohrer. Hi-ho, let's go! Kann ich mal wieder ein paar schicke Sachen herzeigen, die ich mir so gegönnt habe. Und zwar, weil wir für die weiteren Bohrungen ein bisschen mehr Power brauchen als mit dem kleinen Dingens da,
benutzen wir das hier. Yeah, mein neuer Makita Schlagschrauber. Nicht Schlag, nur Akku. Genau das zu dem gibt es demnächst mal irgendwo in so einer Folge einer beliebten Kauftauschserie. Aber wenn ihr heiß drauf seid, ihn euch jetzt schon zuzulegen, tue ich natürlich den Link wie den zu allen anderen Werkzeugen dieser Folge mal wieder unten. Ne? Zusätzlich habe ich von meinen Schwiegereltern bekommen, zu Weihnachten, sehr schön, so ein Set mit vernünftigen, richtig guten HSS-Bohrern. Also nicht irgendwie so ein Shit, sondern echt gute Qualität, DeWalt. Habe ich mich sehr darüber gefreut und ist jetzt vor allem auch genau das Richtige, um die 4 mm Löcher hier zu bohren. Und die Löcher bohren geht ausgesprochen cremig, ja, so sehen sie aus. Für die Ritzen dazwischen schnappe ich mir gleich mal den Dremel, das ist da das bessere Werkzeug. Boah, ist das heiß hier, es ist unglaublich. Draußen über 30 Grad und hier drin. Aber egal. Trotz der Hitze, ne, beim Dremeln, das hier benutzt und wisst ihr warum? Mir reicht schon, dass ich kurzsichtig bin. Nur so als Tipp, falls ihr da auch mal sowas macht. Nehmt mal hier, Schutzbrille. Jedenfalls hier Haken, hier Profil. Boom, geht, sehr schön. Wir haben das auch bei beiden Profilen. Ausnahmsweise habe ich auch bei beiden Profilen das auf der richtigen Seite gemacht und so. Da bin ich ja normalerweise auch eher so ein Spezialist für. Und ja, das ist jetzt durch. Jetzt kann ich sie an den Spiegel kleben, die kleinen Mistbiester. Es ward im Garten etwas Bier getrunken und es ward Nachmittag und es ward Abend. Und jetzt habe ich Bock weiterzumachen. Ich habe den Spiegel hier. Hier, Spiegel. Im Badezimmer abmontiert bzw. im Klo. Und habe den hier auf ein Handtuch gelegt. Ich denke, diejenigen unter euch, die nicht völlig bescheuert sind, haben eine grobe Ahnung, warum ich dieses Handtuch verwende. Was ich jetzt tue, ist, dass ich die Linien anzeichne, wo ich hinterher meine Teile darauf zu kleben gedenke. Aber bevor ich das mache, mache ich das hier alles mal ordentlich sauber. Bisschen Isopropylalkohol. So, das Ding ist jetzt sauber und fettfrei. Und von jetzt an werde ich mir Mühe geben, nicht mehr mit den Fettfingerchen drauf zu tappen. Bleistift ist optimal zum Anzeichnen, mehr brauchen wir nicht. Die Abstände sehen so aus, dass ich an jeder Kante 5 cm Abstand abmessen muss. Wir haben jetzt die Teile aufgezeichnet, wo unsere Profile ran sollen. Und zwar soll das eine genau hier hinkommen und das andere, das kommt genau hier hin. Ja, nachdem ich hier dieses Barcode-Ding jetzt mal abgemacht habe, das brauchen wir natürlich nicht. Besonders wichtig ist jetzt, dass diese beiden Teile auf derselben Höhe sind. Wir haben uns ja vorhin sehr viel Mühe gegeben, die Löcher auf dieselbe Höhe zu bringen, dann sollten jetzt möglicherweise auch diese Teile auf derselben Höhe sein. Das heißt, ich muss beim Aufkleben ganz genau darauf achten, dass die oben an diesen Kanten anliegen. Die Leute, die ja schon ein bisschen länger folgen, kennen das hier noch vom RackBuddy-Projekt. Großer Unterschied zum RackBuddy-Projekt. Mittlerweile besitze ich auch die geeigneten Mischstellen dafür. Es handelt sich hierbei um Vico, Epoxy, Flüssigmetall, Fuba, boah,
klebt alles Mögliche, wie die Pest ist hinterher, hart wie die Scheiße. Also ich habe das schon mal verarbeitet, wie gesagt, in einem anderen Projekt. Und ich war ziemlich erstaunt davon. Also das, was da am Ende dabei rauskommt, das ist wirklich abartig hart. Das heißt, wenn ich damit die Schienen hier drauf klebe, dann muss ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich eher diese Rückseite von dem Spiegel abreißt, als dass mir die Schienen kaputt gehen. So, ich werde jetzt erstmal zusehen, dass die Schienen schön sauber und fettfrei sind. Das ist ja immer die Grundlage für jeden gelungenen Klebevorgang. Was wir jetzt tun, jetzt kommt einfach hier dahin, wo die Schiene dann hin soll, ja, mache ich einfach so einen, ja, mal so einen Schlons von dem Epoxy drauf und dann drücke ich die Schiene dahin, wo sie hin soll. Ja, es geht durch den Mischer. Ein gar schöner Anblick. So, das hier ist jetzt 5 Minuten verarbeitbar. So lange brauchen wir aber nicht. Einmal in die Schlonze legen. Zusehen, dass es hier oben richtig genau passt. Mal kräftig andrücken. Dann saut das Epoxidschlons an den Seiten raus. Das ist aber auch gut so. Aber es ist gerade drin, liegt oben an. Perfekt. Und dasselbe mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Oh super, dieses Handtuch habe ich einepoxidiert. Das war jetzt schon der größte Teil. Was ich jetzt noch machen muss, ist die beiden Dinger hier richtig dran legen. Das ist eins von meinen Netzteilen, die ich dafür nutze. So eine ganz einfache kleine 12 Volt 1 Ampere Dinger. Ich werde hier ziemlich genau 1 Meter von meinem LED-Strip verbraten. Das bedeutet, ich brauche 600 mA. Also bei dem 1 Ampere Teil hier ist noch definitiv genug Reserve drin. Schauen wir mal, genau. Wie gehofft, passt genau rein. Die Stromversorgung ist oben relativ mittig. Das heißt, wenn ich das Teil irgendwie so hier mache, dann hängt das Kabel dann hinterher so runter, das passt. Ja, das geht gut. Das heißt, da zeichne ich jetzt einfach mal kurz an, wie es sein muss. Gut. Das heißt, wir schlonzen hier so ein bisschen vom guten Flüssigmetall hin. Hier tun wir das auch. Machen wir das hier so ungefähr hin. Das wird schon passen. Passt problemlos. So, der ganze Schmatter. Boah, warm ey, warm ey, warm ey. Ja. Der ganze Schmatter hier muss jetzt 24 Stunden lang aushärten. Und nach 24 Stunden ist der Mist so richtig, richtig, richtig hart. Und dann kann ich es im Grunde genommen aufhängen. Klar, fehlen noch ein paar LED-Strips und sowas. Ah, okay, die kommen auch noch dran. Auf zum einzigen Teil der Bastelaktion, der so ein bisschen was mit Elektronik zu tun hat. Und das wäre dann das Aufbringen der LED-Strips mit Verlöten und so weiter. Das hier ist der Überrest von dem Chinesen-Strip, den ich auch fürs Pipi-Light verwendet habe. Da werde ich jetzt erstmal ermitteln, was so die richtige Länge ist, die wir hier wollen. Eine. Und zwei. Ich habe bei diesen chinesischen LED-Strips eine Sache gelernt, nämlich Vertrauen gut, Kontrolle besser. Sprich, ich werde die jetzt gleich erstmal mit 12 Volt hier an mein Labornetzteil hängen, um zu gucken, ob auch wirklich beide Streifen, die ich jetzt hier runtergemacht habe, überhaupt funktionieren. Keine Selbstverständlichkeit, meine Freunde, keine Selbstverständlichkeit.
wie er geht. Und der geht auch. Wunderbar. Ich verlasse mich mal vorläufig auf den Klebestreifen, der an dem Strip dran ist. Das kann sein, dass ich da zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal mit ein bisschen Heißkleber rein muss. Diese Klebestreifen haben sich als so, naja, so halb zuverlässig erwiesen. Aber ich denke, es wird reichen. Ja. So. Streifen sind beide drauf. Ich habe es jetzt mal zusammengefrickelt. Man sieht hier, LED-Strip, wupp, geht hier an den Kabel, schön verlötet. Das Kabel ist hier in dem Profil drin, geht hier hoch. Das ist übrigens eine 0,75 mm Lautsprecherlitze, die finde ich immer sehr, sehr praktisch, weil die einen roten und einen schwarzen Pol haben. Hier rüber, hier rein, wupp, in das gute Gubai-Netzgerät. Ich habe hier an den Enden ADN-Hülsen drauf gedengelt, damit ich das vernünftig verstauben kann. Da habe ich diesmal solche ohne Isolation genommen. Na, warte mal, mal schauen. Habe ich die gerade hier zur Hand. Solche Dinger hier sind das. Hm. Weil hier relativ wenig Platz im Gehäuse ist. Wenn ich da die mit der Isolation genommen hätte, dann hätte ich da nicht genug Platz gehabt. Auf der anderen Seite kommt Strom rein, sieht genauso aus, habe ich aber, weil, hey, Strom, Pöppel drauf. Und hier geht dieses wunderbare Kabel, das mal früher am Zauberpony seinem Plattenspieler dran war, direkt in meinen Trenntrafo, weil beim ersten Test immer mit Trenntrafo und aus Respekt Abstand. Tja, bleibt nicht viel zu tun, außer mal zu schauen, ob es geklappt hat. Go! Yes! Ja, das sieht doch gut aus. Netzteil ist drin und dran. Stromanschluss korrekt verdengelt. Hier zwei Weisheiten, die unser Elektrikermeister Klaus Sabbelkulz mir beigebracht hat. Man verwendet Kabel mit den richtigen Farben und auf Klemm steht Vago drauf, sonst taugen die nichts. Ja, hier das Netzteil habe ich einfach mit zwei Stücken Paketklebeband fixiert. Das reicht, das muss ja hier nichts halten, das sorgt ja nur dafür, dass es nicht klappert. Ja, noch so eine Weisheit, die euer Leben retten kann. Hier, ne? Das ist nicht optional. Klick. Ja, jetzt habe ich gerade eben den Strom an der Sicherung ausgemacht. Und warum an der Sicherung? Na, ganz einfach. Angenommen, ihr hättet mal einen Stromkreis, ja, bei dem der Schalter für die Leitung, an der ihr arbeitet, blöderweise die Erde schaltet und nicht den Leiter, ja, dann fasst ihr im Zweifelsfall an den Leiter dran, da ist Saft drauf, ihr seid die Verbindung zur Erde und es macht ganz fürchterlich Britz. Und genau aus dem Grund ist, auch wenn ihr denkt, das wäre alles richtig verlegt, die einzig sichere Angelegenheit, immer die Sicherung rausnehmen, ja, und zwar die richtige. Ja, übrigens noch so ein Werkzeug, das ganz weit vorne in meiner Liste der wirklich geliebten Werkzeuge ist. Laserwasserwaage. Ah, geil. Haben mir meine Eltern mal geschenkt. Macht's echt einfach hier. Also, Killers, Butter bei die Fische. So, ich habe das Klo mal dunkel gemacht, wie ihr seht, ja, damit man hier auch was erkennt. Früher, ja, ganz früher, sah das mit Lichtern so aus. Ja, also irgendwie so, ja, unpersönlich, ungemütlich, nicht schön. Aber jetzt... Jetzt, ne? Yay! Yeah. Und das Coole dabei ist, also was ich hier mal zeigen muss, hallo, Zappe ist, das trägt nicht wirklich auf. Das sind hier gerade mal diese 15 mm. Das fällt überhaupt nicht auf, sieht total cool aus. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin begeistert. Tja, jetzt würde ich sagen, kann ich wirklich schön, stilvoll und unheimlich gemütlich kacken. Und das mache ich jetzt auch. Ganz doll lang. Und bevor ich das mache, Schalsänger.